sprich zum Berg. Ist nämlich eine Form von Gebet, die unterschätzt wird und gar nicht richtig bekannt ist in vielen Kreisen. Ist nämlich so, ich sage es noch einmal. Es gibt seelisches Gebet, das geht so. Oh Herr, mach endlich, oh Herr, mach endlich. Und warum machst du nicht, Herr? Meine Kinder, mein Mann, meine Frau, mein Chef, meine Mitarbeiter, meine Gesundheit, meine Kohle, mein Geld, mein Hund. Herr, ich watsche die ganze Zeit auf deinen Segen. Herr, wann kommst du endlich in die Gänge? Herr, mach doch was. Also vielleicht so deutlich beten wir das nicht, aber wir machen es ein wenig frömmer. Aber im Endeffekt ist es, hey, alter Mann im Himmel, was ist los mit dir? Warum pennst du so? Ja, ich meine, wenn man dieses ganze fromme Gedöns mal abzieht, ja, dann kommt genau das raus. Was ist denn los mit dir? Ich habe gedacht, du erhörst Gebet. Wer glaubt, dass es nicht am Kraftwerk liegt, wenn bei mir das Bügeleisen nicht funktioniert? Oder bei meiner Frau, sollte ich sagen, ja. Nachdem es ziemlich selten vorkommt, dass ich was bügeln muss. Preis dem Herrn. Es gibt seelisches Gebet, es ist Jammern. Ja, ein anderes Wort für seelisches Gebet ist Jammern. Oh, Herr. Geistliches Gebet geht anders. Geistliches Gebet ist zum Berg zu sprechen. Zum Berg zu sagen, was Gott sagt. Das müssen wir jetzt unbedingt noch ein wenig erforschen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich eine wunderbare, wunderbare, wunderbare Botschaft. Lasst uns aufschlagen zum Markus Evangelium Kapitel 11. Es funktioniert tatsächlich, dieses Sprich zum Berg. Ich habe schon zu unzähligen Bergen gesprochen und wisst ihr was? Die haben sich ins Meer versenkt. Halleluja. Wir wohnen in einem versenkten Berg hier, als Gemeinde. Ja? In einem in Existenz gesprochenen Bau. Und wir wohnen in einem in Existenz gesprochenen Haus. Halleluja. Und wir fahren ein in Existenz gesprochenes Auto. Weißt du? Wir hatten nämlich mal ein Auto, das nicht so gut war. Das war wirklich, nun gut. Habt ihr in der Zwischenzeit Markus Kapitel 11 gefunden? Du musst sprechen zu deinem Berg, nicht den Herrn anflennen und anjammern, sondern sprich gefälligst. Aber ich greife mir vor. Markus Kapitel 11. In Vers 12 ist es so, dass Jesus von Bethanien aus nach Jerusalem geht. Denn das hat er täglich gemacht. Er hat dort im Tempel gepredigt. Bibelschule Jesus von Nazareth. Und übernachtet hat er dann in Bethanien, jenseits des Ölbergs. Und er geht also von Bethanien nach Jerusalem zum Tempel. Möglicherweise hat er sich ein wenig verspätet an dem Tag, denn sie haben keine Zeit mehr gehabt zum Frühstücken. So die Jüngergruppe, die geht jetzt also geschwinden Schrittes, ja, über den Ölberg drüber und Jesus hungert. Na, als sie folgenden Tages von Bethanien weggegangen waren, Vers 12, Markus Kapitel 11, hungerte ihn. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Oh, Blätter sind eine Verheißung, könnte auch Frucht dran sein. Na? Obwohl noch nicht die Zeit der Feigen war, das hat Jesus sehr wohl gewusst. Also da ist was, was verheißungsvoll mit den Blättern wackelt. Vielleicht gibt es da auch eine Frucht. Also angeben tut er schon mächtig, dieser Baum. Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Jesus hat sich das wohl gedacht. Und Leute, er macht uns hier jetzt eine Parabel oder ein Gleichnis, in dem er agiert. Also gespielter Sketch wäre jetzt verkehrt, aber sowas Ähnliches. Jesus geht also zu diesem Baum hin und er sucht ernsthaft, ob es da was zu essen gibt. Nö, es gibt nichts, es ist ja auch nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus nimmt es Bäumen nicht übel, wenn sie keine Frucht haben, wenn es nicht ihre Zeit ist. Macht er nicht, ja. Aber er steht jetzt hier an dem Baum und er merkt, es gibt hier nichts und er sucht in den Blättern rum und er drückt jetzt theatermäßig was aus. Er schaut nach Frucht und findet keine. Und die Jünger, die stehen alle da und schauen ihm zu, was er da jetzt macht. Was macht er da? Er sucht nach Frucht, aber er findet keine. Nö, er findet keine. Und dann tritt Jesus zurück und jetzt macht er was mit diesem Baum. Und er begann und sprach zu ihm,
Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und das hat er so laut gesagt, dass seine Jünger es hörten. Denn hier heißt es in Vers 14, und seine Jünger hörten es. Das war Absicht, dass Jesus diesen Baum nicht angeflüstert hat, sondern angesprochen hat. Er wollte seinen Jüngern nämlich etwas beibringen. Und zwar die Kraft, die schöpferische Kraft von Worten. Worte haben Schöpferkraft. Das weißt du möglicherweise nur nicht. Das ist dir nicht immer präsent. Du sprichst unbewusst Dinge in Existenz. Wisst ihr, was viele machen? Die sprechen nicht zu ihrem Problemberg, er möge sich ins Meer versenken, sondern die sprechen zum Meer, gib mir einen neuen Problemberg. Sag's, wie jetzt? Menschen sprechen Probleme in Existenz. Denn dein Glaube, schau, du kannst deinen Glauben hören. Wenn du mal auf deinen Mund achtest, dann hörst du deinen Glauben. Dein Mund drückt zuverlässig aus, was du glaubst. Dein Mund drückt zuverlässig aus, was du glaubst. Was du sagst in einem unbeachteten Moment. Oh, jetzt wird wieder Herbst, da wäre ich jedes Mal krank, furchtbar krank. Ich muss gleich zum Impfen gehen. Alles klar, ich weiß, was du in diesem Herbst dann werden wirst. Krank, furchtbar krank. Deswegen bist du beim Impfen. Vielleicht wirst du dann von der Impfung krank, was weiß ich. Aber wenn du dich so auf Krankheit kaprizierst, dann musst du wissen, du sprichst dir einen Berg in Existenz. Merkt ihr jetzt, dass das ein vielschichtiges Thema ist, dass wir das unbedingt ein wenig studieren müssen und dass das ein super Thema ist? Denn wenn du mal spitz gekriegt hast, dass du zu Bergen sprechen kannst und die heben sich wirklich weg oder dass du vielmehr ständig deine Realität in Existenz sprichst, dann ändert sich möglicherweise dein Leben. Aber ich muss jetzt zunächst mal mit Jesus hier weitermachen, denn es ist extrem wichtig. Das sind einige der wichtigsten Dinge, die in der ganzen Bibel drinnen stehen, ja, die wir jetzt hier miteinander studieren. Die Kraft von Gebet, die Kraft von Sprich zum Berg, die Kraft in Worten. Markus Kapitel 11 und ich lese mal ab Vers 20. Also Jesus geht nach Jerusalem, er predigt dort, er lehrt, er heilt und er geht wieder zurück nach Bethanien. Ein Abend, morgen, ein neuer Tag. Und als sie frühmorgens, Vers 20, vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Also an den Wurzeln hat es begonnen. Offensichtlich haben sich die Wurzeln nach dem Fluch Jesu geweigert, Wasser aufzunehmen, irgendwas. Und ich sage dir mal, in Israel ist es heiß. Heiß, heiß, heiß. Woher weiß ich das? Ich war neulich in Israel, da war es heiß. Ja, wir waren an Orten, da war es mehr als 40 Grad, 40, 45 Grad. Das ist heiß, meine Damen und Herren. Wenn du da ein Feigenbaum bist, ja, der kein Wasser ziehen kann, weißt du, was dann mit dir passiert? Du verwitterst über Nacht, du verdorrst über Nacht, buchstäblich über Nacht. Bei uns gibt es sowas nicht, weil es bei uns viel zu feucht ist und zu gemäßigt. Aber Israel ist kein gemäßigter Ort. Hm, haben wir schon gemerkt, ne? In vielerlei Hinsicht. Okay, offensichtlich sind die Worte Jesu aus seinem Mund ausgegangen und da war geistliche Kraft drinnen, die sich an diese Wurzeln gesetzt hat und diese Wurzeln dazu bewegt hat. Eine geistliche Kraft hat eine materielle Kraft dazu bewegt, kein Wasser mehr aufzunehmen. Und dann ist dieser Baum verdorrt. Und nachdem sie alles gesehen haben, die Jünger, und nachdem das so schnell ging, konnte ihr Hinterkopf nicht sagen, ja, Zufall. Sie wussten genau, das ist kein Zufall, vor allem weil die anderen Bäume drumherum ja überhaupt nicht verdorrt waren. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Also in den Worten Jesu steckte Kraft. Und jetzt kommt Jesus und bringt die Predigt, die er am Tag vorher vorbereitet hat. Jesus antwortete und spricht zu ihm, habt Glauben an Gott. Und Leute, wenn es in deiner Bibel steht, streich's durch, dieses Quatsch steht nicht da. Bei mir in meiner Elberfelder Bibel, die das so übersetzt, also Elberfelder Übersetzung, ja, ist eine kleine 90 und es ist die Fußnote Nummer 90. Ich gehe runter zur Fußnote Nummer 90 und da steht O-Punkt für oder, habt Gottes Glauben. Und das Griechische ist, echete pistin theo. Und wisst ihr, was das heißt auf Deutsch übersetzt, wörtlich übersetzt? Habt Glauben Gottes. Das steht im Urtext da. Habt Glauben Gottes. Da steht nicht, habt Glauben an Gott. Das ist verkehrt, steht nicht da. Sondern da steht ernsthaft da, habt Glauben Gottes. Habt Glauben wie Gott.
macht's mit eurem Glauben, wie Gott es mit seinem Glauben macht. Und wie macht Gott es mit seinem Glauben? Wie setzt Gott seinen Glauben frei? Mit seinen Worten. Wir kennen 1. Mose Kapitel 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vers 2, und die Erde wurde wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern oder brütete über den Wassern. Vers 3, 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Und weißt du, wie es weitergeht? Es ward Licht. Gott hat Licht in Existenz gesprochen. Er hat zu dem Berg der Dunkelheit gesprochen und hat zu ihm gesagt, werde Licht. Es werde Licht und es wurde Licht. Gott setzt seinen Glauben mit Worten frei. Und du tust exakt genau dasselbe. Du machst genau dasselbe. Mach mal einen Buchzeiger rein zu Markus Kapitel 11, da kommen wir wieder hin. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz Psalm 103 an und dann Psalm 108, natürlich nur ein paar Verse. Aber jetzt pass auf. Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Gott ist also ein Herrscher, der auf einem Thron sitzt. Steht hier. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Gott befiehlt was und die Engel tun das dann. Könnt ihr das sehen? Täter seines Wortes. Geheimnisvolle Kräfte werden freigesetzt, nachdem Gott etwas gesagt hat. Menschen werden geheilt, Brot vermehrt sich, Fischer laufen plötzlich auf dem Wasser, Tote werden auferweckt, solche Dinge passieren, wenn Gott spricht. Ja, und Engel sind mit dabei. Wenn du dich vielleicht fragst, weil ich gerade dran denke, wir hatten diese Woche ja zwei Beerdigungen, aber zwei Menschen, die zum Herrn gegangen sind. Halleluja. War wunderbar, da dabei zu sein, und da ist keine Depression, sondern da ist eine Hoffnung, da ist Leben, du merkst es. Na, die sind zwar beim Herrn, also die sind jetzt zwar tot, aber sie sind beim Herrn. Wir spüren einen Verlust, aber sie sind nicht verloren. Ja, das ist eine Spitzensache. Und wenn du dich jetzt fragst, wie würde es einmal sein, ja, ich bin schon etwas älter, wie würde es sein, wenn ich sterbe? Kannst du Lukas Kapitel 16 lesen? Da steht drin, als Lazarus starb, dieser arme und kranke Mann, haben ihn die Engel genommen und haben ihn in Abrahams Schoß gebracht. Wenn du hier die Augen zumachst, dann ist es eigentlich kein Augenzumachen, sondern dann ist es ein Bewusstwerden der geistlichen Welt. Und du stellst plötzlich fest, hey, da sind ja Engel um mich herum. Und diese Engel nehmen dich, einer bei der Linken, einer bei der Rechten, und führen dich hinein in die Gegenwart Gottes, in diese neue Dimension. Ja, und dann wirst du dort Jesus sehen. Halleluja. So wird es sein. Ob du dann mit dem Wagen kommst, so Swing Low, Sweet Chariot mäßig, weiß ich nicht, denke ich mir eher nicht. Aber Engel werden dich abholen und werden dich zum Herrn bringen, und du wirst in der Ewigkeit bei ihm sein, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Ansonsten, wenn du das nicht gemacht hast oder nicht tust, hast du kein Recht, kein Anrecht an Gott, kein Anrecht an den am Himmel. Ja? Gott sagt, es gibt nur einen Weg zu mir, und der heißt Jesus. Auf diesen Weg musst du dich einlassen, ansonsten gibt es für dich keine Rettung. Du sagst, ja, aber ich bin kein schlechter Mensch. Nö, aber du bist nicht gut genug für den Himmel. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott. Deswegen hat er dir eine Tür in den Himmel aufgetan. Aber diese Tür hat einen Namen, einen klaren, deutlichen, 5-Buchstaben-Namen. Jesus. Ja, und wenn du durch diese Tür nicht gehen willst, dann wirst du weiter an der Mauer herumtappen und den Eingang suchen und nicht finden. Du musst dich auf diesen Weg einlassen. Okay, also Täter, Engel sind die Täter seines Wortes. Wir sind wieder bei Psalm 103. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft, preise den Herrn, meine Seele. Also wir halten mal fest, Gott ist ein Herrscher, der im Himmel sitzt und der mit Worten regiert, und Engel tun dann, was er sagt. Und jetzt lasst uns mal zu Psalm 8 gehen, ganz am Anfang des Psalmbuches. Psalm 8. Und ich lese auch hier nur einige Verse, ab Vers 4, Verse 4 bis 7. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst.
Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als, an was steht jetzt bei dir da? Was steht jetzt da, Cloud? Ja, bei mir steht auch Engel. Kannst du auch durchstreichen? Schau, bei mir ist hier in der Elberfelder Bibel eine kleine 17. Wenn ich in die Fußnote Nummer 17 runtergehe, dann steht dort das hebräische Wort Elohim, Klammer auf, sonst ist gleich Gott, bedeutet hier Gottwesen Engel. Ja, liebe Übersetzer, das ist eure Interpretation. Ja, ich höre euch trapsen. Was da steht ist, du hast ihn nicht wenig geringer gemacht als Elohim. Und Elohim ist das stinknormale Wort für den Gott Israels. Im Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Da haben sie dann nicht geschrieben, in diesem Zusammenhang heißt Elohim Gottwesen oder Engel. Weil sie genau wussten, hier hat Gott gearbeitet. Und genau exakt dasselbe Wort steht hier auch. Wir lesen noch einmal mit der richtigen Übersetzung jetzt. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Also der Mensch ist in der Gottklasse der Wesen auch. Er ist im Ebenbild Gottes gemacht. Das bedeutet, in einer gewissen Weise hat auch er in seinen Worten Schöpferkraft. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und hier ist natürlich jetzt die Rede von Jesus, vom Menschensohn. Ja, ist auch ein messianischer Psalm hier. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Das ist praktisch dasselbe, was über Gott selber in Psalm 103 steht. Ja, Schafe und Rinder allesamt und so weiter und so fort. So, wir halten aber mal fest. Für uns ist jetzt wichtig, Gott ist in der Herrscherklasse der Wesen, der Mensch ist in der Herrscherklasse der Wesen. Engel sind in der Dienerklasse der Wesen. Was ist der Teufel? Ein gefallener Herrscher oder ein gefallener Engel? Wenn er ein gefallener Engel ist und Engel nur die Täter von Gottes Wort sind, also keine eigene Schöpferkraft in ihren Worten haben, keine Gestaltungsmacht haben, hat dann der Teufel Schöpferkraft in seinen Worten oder hat er keine? Ah, er hat keine Schöpferkraft in seinen Worten. Sehr interessant. Wessen Worte braucht er dann, um sein Reich zu bauen? Er braucht deine verwüsteten Gedanken, die allen möglichen Blödsinn babbeln müssen, damit er Unheil erzeugen kann in der Welt. Also ist es gut oder ist es gut? Ziemlich gut, würde ich sagen. Merkst du, wie wichtig du bist, instrumental bist für zwei geistliche Powerhäuser? Einmal für Gott und einmal für seinen Gegner. Ich behaupte, wenn du hergehst und dir Bitterkeit anziehst und deinen Nachbarn dir einbilden tust, dass du deinen Nachbarn einfach nicht leiden kannst, weil der dies, das und jenes getan hat. Er hat dir mal die Garage zugeparkt oder irgendwie sowas. Ja, dann kann es gut sein, dass du im Laufe der Zeit so sehr, dein Sinn sich so sehr verdunkelt und so mit Hass erfüllt wird, dass du zum Schluss unsägliche Dinge tust und nichts dabei denkst. Wir sind hier im Westen konfrontiert und in der muslimischen Welt erst recht. Jeden Tag jagt sich da irgendwo in irgendeinem gottverlassenen Kaff jemand in die Luft. Du musst erst mal furchtbar schräg draufkommen und denken, damit du überhaupt bereit bist, sowas zu tun. Ich habe mich da neulich mit jemandem darüber unterhalten. Der hat sich gewundert. Ja, wie kommen die da drauf? Wie machen die sowas nur? Das ist doch total jenseits aller Vernunft, aller menschlichen Empfindung. Ja, natürlich. Sie haben so lang sich hineingedacht in etwas, bis ihre Gedanken sich in Worte gefasst haben und ihre Worte dann sie zu Handlungen inspiriert haben. Und diese Handlungen, die haben dann Realitäten erzeugt. Also es geht auch im Bösen. Aber es geht auch im Guten. Du kannst Gottes Kraft einsetzen zum Bau seines Reiches und für dich wird dann auch noch genug abfallen. Leute, das sind ganz, ganz wichtige, ganz, ganz interessante Dinge. Ganz kurzer Nebengedanke. Es gibt hier, ich spreche hier von Glauben und Schöpferkraft, die Gott dir in deine Worte legt und freisetzen möchte. Aber du selber in deinen Worten hast auch Schöpferkraft, zum Guten wie zum Schlechten, habe ich schon gesagt. Lass mir mal ein Beispiel für menschlichen Glauben geben. Menschlicher Glaube. Schon mal von einem, glaubst du es, von einem Medikament,
einem Placebo gehört, von einem Medikament ohne Wirkstoff, das trotzdem gewirkt hat? Wisst ihr, was das ist? Glaube in Aktion. Da gibt es eine Gruppe, die einen Wirkstoff, die denselben Wirkstoff bekommt. Einmal, also dieselbe Pille bekommt, schaut gleich aus. Einmal mit Wirkstoff, einmal ohne. Die eine Gruppe nimmt ein und die andere Gruppe nimmt die Pille ohne Wirkstoff ein. Die eine Gruppe wird gesund wegen dieses Wirkstoffs und bei der anderen werden 50-60% auch gesund, obwohl kein Wirkstoff nachweislich drinnen ist. Was wirkt da? Was wirkt in diesen Leuten? Der Glaube, der menschliche Glaube wirkt in den Herzen dieser Menschen und es funktioniert. Ich weiß es von Ärzten, ja, und von Psychiatern. Ich habe da mal von Koryphäen auf ihrem Gebiet gelesen. Ja. Die waren platt, die haben gesagt, funktioniert. Du gibst Leuten was und es funktioniert. Wisst ihr, es gibt da ja eine beliebte Volksmedizin, ihr wisst schon, Homöopathie und so. Da in diesen Zuckerglobulis da, in diesen Zuckerkugeln ist nachweislich kein Wirkstoff mehr drinnen. Oder in diesen Wassertropfen ist nichts, kein Wirkstoff mehr. Und trotzdem schlagen die bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen Menschen schlagen die an. Wisst ihr warum? Glaube. Das ist ein Beispiel für menschlichen Glauben. Aber der menschliche Glaube kann schon viel tun, auch im positiven Sinn viel tun. Im negativen auch, aber im positiven auch. Aber von was wir sprechen ist von turbogeladenem Glauben Gottes. Wenn du also von Gott hörst und dann zu deinem Berg sprichst, dann werden nämlich Gottes Kräfte durch dich frei. Und das ist, was uns interessiert. Bist du nicht interessiert an positivem Denken oder an Christian Science und was da alles für Kopfkulte gibt? Ihr wisst schon, so Gedankenpower und so. Davon sprechen wir ausdrücklich heute Morgen nicht, sondern wir sprechen von der Kraft in Gottes Wort, in Gottes Wort, ja, die er durch dich freisetzen möchte. Schaut, unsere Worte enthalten realitätserzeugende Kräfte. Dürfen wir nicht unterschätzen. Wenn du plötzlich inspiriert bist, wenn die Inspiration Gottes auf dich kommt und du sprichst Dinge aus, dann haben die besondere Macht. Passiert relativ selten, aber es passiert. Na, zum Beispiel als Josua mal gekämpft hat gegen die Kanaaniter, da hat er gerade einen Sieg gebraucht, aber es hat sich hingezogen. Plötzlich kommt die Kraft Gottes auf ihn runter. Ja, er steht auf seinem Feldherrnhügel, er sieht die Schlacht hier unten toben und dort ist ein Scharmützel und er sieht, es wird schon langsam dunkel und es können wir gar nicht brauchen. Und dann spricht er, in der Inspiration Gottes spricht er. Ja, in Josua Kapitel 10, Vers 12, vor vielen, vielen Zeugen. Sonne, steh still, ja, zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Und 24 Stunden ist die Sonne nicht untergegangen und hat sich der Mond nicht bewegt. Hatten die Zeit, ja, ihren Krieg zu beenden, die Schlacht zu gewinnen und dann erst ging es wieder weiter mit der Welt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Gott macht sowas extrem selten, aber er hat es schon getan. Schaut, das ist die Kraft von Gottes Wort im Menschenmund. Josua konnte sich nicht immer hinstellen und sagen, so, heute denke ich mir, ich würde mal gern meine Sonnenbräunungs Session ein wenig verlängern. Sonne, du bleibst jetzt mal stehen, noch eine halbe Stunde dort, wo du bist. Das wäre Quatsch, sagen wir immer einen Amen. Na, aber in dem Moment, in dem Gottes Kraft auf dich herabsteigt, hast du plötzlich Kräfte, von denen du nichts ahnst, weil eben Gott durch dich wirkt. Jesus hat zum Baum gesprochen. In welcher Kraft hat er das gemacht? Gut, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß es nicht. War das sein eigener Glaube, ja? Weil er ja durchaus da was drauf hatte als Mensch schon, ja? Oder war das die Kraft Gottes? Auf jeden Fall hat er sich verhalten wie Gott. Er wollte, dass dieser Baum verdorrt. Und er wusste, dass Gott in allem mit ihm ist. Er hatte einfach, versteht er, diesen Glauben. Also hat er zu Gott gesprochen, zum Baum gesprochen, zu seinem Problem gesprochen. Und dieses Problem hat sich dann, oder zu diesem Baum, es war ja eigentlich kein Problem. Es war ein Gleichnis, das hier Jesus vorbringen wollte, damit seine Jünger verstehen, wie das geht, mit Glauben freisetzen und zum Berg sprechen. Ja. So hat er das also gemacht. Ich denke, dass er es in der Kraft Gottes gemacht hat und der Vater ihn da angeleitet hat. Hat er also gemacht. Ich lese jetzt mal weiter hier in Markus Kapitel 11. Jesus sagt also in Vers 22, habt Gottes Glauben. Und dann fährt er fort und sagt in Vers 23, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt.
dem wird es werden. Dein Glaube versetzt Berge. Daher kommt dieser Spruch. Der Glaube versetzt Berge. Und Jesus sagt, in der Tat, erzeug du deine Realität mit deinen Worten. Wenn du ein Problem hast, sprich zu ihm. Sprich zu ihm. Du musst natürlich das im Glauben tun, ansonsten kannst du babbeln, wie du willst. Und es wird sich nichts tun. Und schau, Jesus hat zum Baum gesprochen. Und der Baum hat gehorcht. Eines Tages ist Jesus im Boot gelegen. Er hat geschlafen, weil er lang gepredigt hat und sehr müde war. Er hat im Boot geschlafen und ein Sturm kam auf und ein Wind kam auf und das Wasser ist ins Boot und das Boot hat sich schon gefüllt. Und dann wecken sie Jesus endlich auf. Ja, die Jünger batschen heran mit ihren, es ist schon im Wasser, weil das Boot so voll ist. Und sie schütteln ihn und sagen, mit streckgeweiteten Augen beugen sie sich über ihn und sagen, Herr, kümmere es dich nicht, ja, dass wir ertrinken, dass wir untergehen. Und Jesus wischt sich den Schlaf aus den Augen, sieht, was los ist, sieht den Kleinglauben und die Angst in den Augen seiner Jünger, ist total enttäuscht, ja, geht zum Mast und sagt, ihr Kleingläubigen, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Frag dich das auch mal, wo ist dein Glaube? In Gott oder in Wind und Wellen? Die haben an Wind und Wellen geglaubt. Und Jesus hält sich am Mast fest, die Haare wehen, ja, das Gewand weht, es geht auf und ab und dann spricht Jesus zu diesem Wind und zu diesen Wellen. Und er sagt nur zwei Worte. Er sagt, schweig, verstumme. Und eine große Stille fällt über den See. Und den Leuten, die bei ihm waren, stehen die Haare zu Berge. Die halten sich jetzt auch fest. Denen ist es unheimlich. Die sagen, wer ist denn jener, dass ihm auch Wind und See gehorchen? Ja, er ist jemand, der wusste, wie man zum Berg spricht. Wäre doch gut, wenn wir auch solchen Kaliber hätten. Ja? So macht Gott es. Er spricht Dinge in Existenz. Sprich du auch Dinge in Existenz? Leute, ich habe unzählige Dinge schon in Existenz gesprochen. Manchmal musst du natürlich dann was dafür tun, dass es passiert, aber das Ganze ist eingeleitet. Engel Gottes gehen aus und machen was, bereiten vor. Wenn ich Zeit habe, komme ich noch drauf. Wir lesen mal weiter hier. Noch einmal. Wer zum Berg spricht, hebt dich empor ins Meer und wirft dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen. Sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Schau, wenn du fünfmal für dieselbe Sache gebetet hast, hast du viermal im Unglauben gebetet. Oh, bet für mich. Ich denke, ich kränkel. Gut, wir beten für dich. Bet weiter für mich. Wofür? Hier heißt es allen Ernstes, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ich lese mal weiter, dann wird es noch deutlicher. Vers 24. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, Vergangenheit, und es wird euch werden, Zukunft. Du musst glauben, dass du es schon hast, wenn du es noch nicht siehst. So, wenn wir also für dich beten, dann ist die Sache abgehakt. Wir müssen nicht tausendmal für dasselbe beten, nur weil nicht sich sofort etwas getan hat. Sondern du musst dann innerlich umschalten. Du musst dann anfangen, Lobpreis zu machen, Gott zu danken. Danke, Herr, dass du jetzt wirkst. Danke, Herr, dass deine Kraft sich an mir durchsetzt. Ich habe deine Verheißung für mich. Halleluja. So magst du das. Okay, hier stehen, habt ihr vielleicht schon gemerkt, zwei Worte. Alles, um was ihr auch betet und bittet. Jesus macht das mit Absicht. Das Wort für betet ist das Wort prosechomai im Griechischen. Das heißt tatsächlich, von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen. Pros ekomai, wir sind Nase zu Nase quasi, ja, und stehen uns gegenüber. Das ist ein Gebet, in dem ich zu Gott spreche, ihn um etwas bitte. Und dann kommt hier weiter das Wort bittet. Alles, um was ihr auch betet und bittet. Das Wort bittet ist das griechische Wort aiteomai. Und aiteo bedeutet nicht nur bitten, sondern es bedeutet vor allem auch fordern. Und das ist, wenn Jesus zum Berg spricht. Dieses Fordern ist nicht von Gott etwas fordern, sondern vom Berg fordern, dass er sich hebt und ins Meer wirft. Könnt ihr das sehen? Ich fordere von der Krankheit, sie soll verschwinden. Ich fordere, ja, vom Geld, dass es gefälligst zu mir kommen möge. Ich bin ja bereit, dafür zu arbeiten.
Alles, um was ihr auch betet, das Gebet zu Gott hat schon eine Bedeutung, also hat schon eine Berechtigung. Aber uns geht es heute Morgen um dieses Bitten, um dieses Aiteo, um dieses Sprich zum Berg. Ja? Jesus hat zu Dämonen gesprochen und die sind rausgekommen. Er hat zu tauben Ohren gesprochen und die sind, haben sich geöffnet. Zu blinden Augen hat er gesagt, sei sehend. Er hat nicht gesagt, oh Vater, wenn es dein Wille ist. Hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, sei sehend. In Markus Kapitel 5, wir sind heute viel in Markus 5, da ist Jesus am Ufer des Sees Genezareth und es sind viele, viele Menschen um ihn herum und er geht in das Dorf Kapernaum hinein. Ja, und eine Frau, die einen Blutfluss hatte und schon bei vielen Ärzten war und viel aufgewendet hat, aber es über 12 Jahre, aber es ist nicht besser mit ihr geworden, sondern schlimmer, ja, die hat von Jesus gehört. Sie hörte von Jesus, heißt es da. Dann sagt sie etwas zu sich selber. Sie sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, so werde ich geheilt werden. Sie hat von Jesus gehört, um ihn herum passieren Heilungen. Und er hat Kräfte, die was ganz Besonderes sind. Menschen haben damals solche Dinge ja viel mehr geglaubt als heutzutage. Und jetzt sagt sich diese Frau in ihrem Herzen selber, das ist ihr Glaube, der hier spricht, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Schau, das ist eben das. Das macht sie unbewusst. Sie macht das nicht automatisch. Sie stellt sich jetzt nicht hin und sagt, so, ich bekenne, ich bin geheilt oder sowas. Macht sie nicht. Sondern es ist ihr Glaube, ihr Herzensglaube, der hier spricht. Was ist dein Herzensglaube? Schau mal, was du glaubst in deinem Herzen. Hör dir mal selber zu. Beobachte dich mal selber, wenn du redest. Kommt da viel Zweifel raus oder kommt da auch mal Glauben raus? Auf jeden Fall aus dieser Frau, aus dieser kranken, elenden, armen Frau, ja, kommt Glaube heraus. Und sie arbeitet sich jetzt mit Ellbogen durch die Menge durch, als Jesus vor ihrem Haus vorbeigeht und sie fällt hin, sie krabbelt weiter durch den Staub, ja, und endlich, zack, sie ergreift den Saum seines Gewandes und sie merkt sofort, wie Kraft von ihm ausgeht und wie die Quelle ihres Blutes sich verschließt und wie alles gut ist und sie kann es kaum fassen. Sie hat empfangen, sie hat von Gott empfangen. Und Jesus dreht sich um und schaut und sagt, wer hat mich angerührt? Wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen zu ihm, Herr. Herr, schau, alle rühren dich an. Du bist der Wunderrabbi von Nazareth. Alle fassen dich mal an. Prominente anfassen, versteht ihr? Wenn er einen Schal gehabt hätte, hätten sie ihm den vielleicht geklaut. Die Mütze auch. Und dann wären sie davon gelaufen, ja? So wie beim Fußballspiel. Ball fliegt in die Menge, Ball ist fort. Menschen haben Jesus berührt, weil er eine Besonderheit war. Eine Person hat ihn berührt im Glauben. 100 haben ihn berührt, 1000 haben ihn berührt und es hat nichts gebracht. Eine hat ihn berührt im Glauben. Und es hat Jesus gemerkt. Wer hat mich angefasst? Denn es ist Kraft von mir ausgegangen. Boom, Jesus hat es gemerkt. Wow, die Kraft Gottes, ja, die Salbung des Heiligen Geistes auf ihm. Und dann sieht die Frau, dass sie nicht verborgen bleiben kann und dann kommt sie halt und sie erzählt ihm die ganze Wahrheit. Und Jesus lächelt. Bis da eigentlich, ne, hätte diese Frau gar nicht in die Menge gedurft, weil sie unrein war. Jede Berührung mit ihr macht denjenigen unrein und er muss dann daheim bleiben und seine Kleider waschen und sich waschen und dann darf er erst wieder unter die Menschen gehen. Also es war bei Strafe verboten. Aber sie hat sich trotzdem durchgesetzt. Sie hat sich gedacht, ach, unrein oder nicht, wenn ich ihn anfasse, bin ich rein. Versteht ihr, die hat da innere Schwierigkeiten, innere Hemmschwellen hat sie überwunden. Aber in ihrem Herzen hat sie gesagt, wenn ich den anfasse, ja, ich habe so viel Gutes von Leuten gehört, die ihn angefasst haben. Wenn ich ihn anfasse, dann passiert's auch, dann knistert's. Die hat sich schon gedacht, oh, da kommt er, da läuft er die Straße runter. Wenn er jetzt vor meinem Haus ist, dann komme ich. Und wenn ich ihn dann angefasst habe, dann werde ich endlich gesund sein. Das war das Reden in ihr drinnen, in ihrem Herzen. Ich kann das ein wenig nachvollziehen. Ich bin jetzt natürlich keine Frau, beim besten Willen nicht mit Blutfluss und so weiter. Aber als ich seinerzeit in der Bibel erkannt habe, dass die Geistestaufe und Sprachengebet für Christen ist, auch für uns heutzutage, war ich total begeistert, wollte das unbedingt haben. Ging also in eine Veranstaltung, ja, in der man dafür gebetet hat. Und ich saß da und habe darauf gewartet, dass der Prediger jetzt endlich aufhört zu reden. Du sagst, ja, ich auch. Okay,
Abzeichen hätte ich mit mir heute Morgen. Auf jeden Fall sitze ich drinnen und denke mir, Mensch, hoffentlich hört er bald auf, weil dann ruft er auf für die Geistestaufe, und wenn er dann für die Geistestaufe aufruft, dann gehe ich nach vorne und dann gehe ich in die Sakristei, das war eine evangelisch-lutherische Kirche, die an sowas geglaubt hat, ja, dann gehe ich damit rein und setze mich in das Büro und sitze dann da und dann legt er mir die Hände auf und dann kommt der Geist Gottes auf mich und dann werde ich die Welt nie mehr so sehen wie jetzt. Schau dich nochmal genau um, du wirst in Zukunft mehr Herrlichkeit Gottes erleben und in dir haben, schau dich nochmal um, nie mehr wird so sein wie jetzt. Ein Ernstes, das war mein Reden, das war das Reden in meinem Herzen, in mir drinnen. Und als ich dann tatsächlich mitgegangen bin, Prediger hat einen Aufruf gemacht und ich bin nachgepäst, ja, das heißt, er hat zwei Aufrufe gemacht, einmal für Bekehrung und einmal für Geistestaufe. Ich habe mich nochmal bekehrt aus lauter Begeisterung. Ja, habe nochmal die Hand hochgehoben, habe ich gemerkt, ach, ich bin ja jetzt falsch, das ist ja gar nicht für mich. Naja, auf jeden Fall war ich so begeistert, dass ich dann in der Sakristei saß und dieser Prediger und seine Frau haben mir die Hände aufgelegt und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe geredet wie ein Wasserfall und bis zum heutigen Tag nicht aufgehört. Halleluja. Diese Frau, die hat es gepackt und Jesus sagt dann zu ihr, in Vers 34 sagt er zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt, nicht Gottes Wunderkraft. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Wir machen dir jetzt nicht den Prozess, weil du unrein unter die Leute gegangen bist. Geh hin in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Und ich sage dir jetzt mal, mach's genauso. Ja? Sprich zur Hüfte, sprich zum Knie, sprich zu deinen Finanzen. Vielleicht bist du ein fleißiger Mensch, ja? Der arbeitet und arbeitet, aber auf keinen grünen Zweig kommt. Dann sag zu deinen Finanzen, Finanzen, ihr seid jetzt gesegnet im Namen des Herrn. Finanzen, kommt zu mir. Und dann schau mal, was der Herr macht. Ja, und dann dankst du dem Herrn und sagst, Herr, irgendwo sind jetzt Engel ausgegangen, die dabei sind, mich zu segnen. Sie sind ja ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Ja, mach das. Wir müssen es irgendwann anders vertiefen. Ich muss heute Schluss machen. Aber ihr merkt, es ist eine wichtige Botschaft. Ja. Letztes Beispiel. Dann bin ich tatsächlich fertig. Schau dich mal schon die Bibel zu. 1988 habe ich zusammen mit dem Pastor René Stebani und seinem Vater schon mal Gemeinde gegründet hier in Schweinfurt. Die gibt's ja und uns gibt's auch. Und es ist alles prima, wir verstehen uns gut, wir sind befreundet. Ne? Als wir in München gewohnt haben, René und ich haben auch mal zusammen gewohnt mit noch Leuten aus der Gemeinde hier, früher, also vor vielen Jahren. Und damals haben wir also damals hieß das Wort des Glaubens, ja, gibt's heute nicht mehr, aufgezogen. Und ich bin in meinem alten erbsengrünen Mercedes von 1978 immer an der Stadthalle in Schweinfurt vorbeigefahren. Stadthalle, wer kennt die Stadthalle? Na, kennt ihr? Und ich habe das damals so richtig mitgekriegt, du musst zum Berg sprechen. Also bin ich an der Stadthalle vorbeigefahren und habe zu ihr gesprochen. Stadthalle, ich spreche Evangelisationen der Kraft in dich hinein. Na, Kraft Gottes fließt in der Stadthalle, Stadthalle. Und so habe ich das also gemacht. Und wohlgemerkt, wir hatten weder das Geld noch haben wir das genug Interesse generiert, damit wir irgendwas in der Stadthalle hätten machen können. Aber 1988 klingelt bei uns plötzlich in der Gemeinde das Telefon und ein Mitarbeiter von Reinhard Bonke, den ich persönlich kenne, weil ich mit dem in der Bibelschule war, der ruft mich an und sagt, oh du, es ist in Afrika eine Evangelisation geplatzt, der Chef sitzt daheim, hörst du ihn Klavier spielen? Hat er das Telefon zum Fenster rausgehalten, ich habe Reinhard Bonke beim Klavierspielen zugehört. Ich habe gesagt, ja, ich höre ihn. Er langweilt sich. Könnt ihr was auf die Beine stellen? Wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier eine Evangelisation zu machen. Ich habe gesagt, ja klar, wir mieten die Stadthalle. Pass auf, ich rufe dich zurück. Das war innerhalb von diesem halben Jahr der einzige Termin, der noch frei war. Und dann kam also der Reinhard Bonke und hat, innerhalb von 3 Tagen war das. Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, denke ich, war schon die Veranstaltung. Ne, also ohne groß Werbung zu machen und so weiter, war plötzlich der Reinhard Bonke da, kam aus Frankfurt gefahren und war ganz begeistert. Wir haben einen super Gottesdienst gehabt. Die Bude war so krachvoll, dass ich war Oberordner, ja, dass der Feuerschutzbeauftragte, ne, ständig hinter mir herlief und mir gedroht hat, wir machen jetzt die Bude zu, es können nicht mehr Leute rein. Ich hab dann immer abgewiegelt. Aber es war gut. Menschen haben sich bekehrt, Wunder Gottes sind passiert und das, was ich bekannt habe, ist allen Ernstes passiert.
Wisst ihr, es gibt Zeiten für alles natürlich. Vielleicht war das ja auch vom Herrn inspiriert seiner Zeit. Vielleicht wollte der das ja, dass dort was ist und hat mich deswegen dazu ermutigt, dort zu bekennen. Aber sei offen für die Kraft Gottes und sprich zu deinem Berg. Amen.